Sportspinner, Sportfreunde, neuer Tag, neues Glück. Es gibt ein paar Neuigkeiten bezüglich der nächsten Rennen, dazu aber später mehr. Erstmal habe ich wieder etwas bekommen, vielleicht als kleines Dankeschön dafür, dass ich den Platten in Wiesbaden hatte. Achtung! Oh ja! Und was drin ist, das zeige ich euch jetzt. New helmet. Oh yes. Der sieht so klein aus. Aber eigentlich habe ich meinen Kopf gemessen. Der passt wieder nicht. Oder vielleicht doch. Passt her. Eigentlich passt er, würde ich sagen. Jetzt muss ich selber erstmal im Spiegel gucken gehen. Sitzt, wackelt und hat Luft, würde ich sagen. Werden wir gleich direkt mal bei einer Ausfahrt testen. Wir fahren nämlich gleich in der Gruppe, ich fahre ja sonst immer sehr oft alleine, aber gleich in der Gruppe fahren wir 120 Kilometer. Mal gucken, wer alles dabei ist. Ich nehme die GoPro mal mit, zeige ich euch dann. Wird dann mal getestet, ob der passt, wie der so ist. Olympia. Olympische Distanz bei Olympia. Es geht um Gold, Silber und Bronze, die Brownlees gegen Mola. Gegen Murray. Wer macht das Rennen? Gomez ist ja nicht dabei, da hat er sich ja verletzt. Also das gucken wir jetzt erstmal und dann kommt der Rest. Ja? Prioritäten setzen im Leben, das ist das Wichtige. Ja? Den nächsten geht Pilze sammeln. Ich gehe Radfahren und gucke halt nachmittags um 4 zu Hause Triathlon. Es geht gleich los, Leute. Daneben sein Bruder. Und los geht's. Da sind die ersten Wellen vor dem Sand. Okay, Leute, ihr seht's, ne? Knapp, ziemlich genau 12 Minuten jetzt rum. Und was dieser Wager da vorne schwimmt, das ist einfach brutal. Ihr müsst auch mal schauen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Einstellung jetzt sowieso nicht. Aber was der für eine Frequenz auch schwimmt, ja? Also viele von uns schwimmen ja meistens zu langsam, obwohl sie überhaupt nicht schnell genug sind, einfach lange gleiten zu können. Aber der schwimmt echt, hier sieht man es mal, echt eine ziemlich hohe Frequenz, finde ich zumindest. Also bald sind sie am Strand. Ich habe den Waage mal beobachtet. Der atmet tatsächlich zu beiden Seiten. Jetzt gerade nach rechts, aber auch immer zwischendurch regelmäßig mal nach links. Also Rennen läuft in Full Speed. Die Brownlees vorne in der größeren Gruppe. Was mich echt mal interessieren würde ist, was fahren die da eigentlich für Watt? Wie viel Watt treten die da auf diesen 40 Kilometer? Weil das sieht auf jeden Fall aus, als würde das sehr, sehr wehtun. Und der Wechsel, Leute. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie gewechselt wird hier. 49, 50 kämpfen müssen. So, runter vom Rad. Und jetzt. Was die jetzt gleich loslaufen, das müsst ihr euch angucken. Brutal. Vorne weg, Alistair. Ganz sicherlich abreißen lassen müssen. Also, was werden hier für Zeiten gelaufen? Bin gespannt, ob die 30 Minuten angekratzt werden. Was ist der Moment? Da geht die Post ab. Und da geht die Post ab. Alistair ist weg. Nimmt Kontakt auf. Und einmal kurz. Brutal. Auf dem Arm geschaut. So langsam wie wahrscheinlich noch keiner jemals zuvor bei einem olympischen Rennen. Jonathan Brownlee, der Daumen geht hoch. Auf die Tribüne, in die Kameras. Beide völlig fertig. Ja, da knuddeln sie auf dem blauen Teppich. Die Frage ist jetzt nur, wer wird Dritter? Die chillen schon mal eine Runde. Oh, der Südafrikaner. Analysiere gerade mal so ein bisschen die Zeiten. Und tatsächlich ist Alistair schneller gelaufen. 3 Sekunden. Als Mola. Gut, der war vielleicht schon ein bisschen gebrochen nach dem Rad.
Aber ich meine, guck mal hier in der letzten Runde, eine 8,29. Da hat er sich ungefähr noch 30 Sekunden Zeit gelassen auf der Ziellinie. Die schnellste Laufzeit, wenn ich das richtig gesehen habe, hatte hier Richard Murray. Der ist eine 30-30 ziemlich genau gelaufen. 30-34. Glückwunsch also an die Brownlees. Wenn ihr jemals Deutsch verstehen werdet, alles Gute. Wenn nicht, trotzdem alles Gute. Eine Sache noch, wo ich euch ja heute Morgen den Helm gezeigt habe. Der Helm ist zu klein. Ich bin genauso right on the edge zwischen S und M. Und ich habe den Kopf eigentlich gemessen. Und eigentlich passte es 50 bis 56 cm für den S-Helm. Aber irgendwie, das kann nicht richtig sein. Schicke ich ihn wieder zurück. Da war noch was ich euch sagen wollte. Was war das nochmal? Irgendwas wollte ich euch noch sagen. Ah, jetzt fällt es mir ein. Wir haben heute Donnerstag und ich habe beschlossen, dass ich am Wochenende nicht beim Allgäu-Triathlon starten werde. Das ist wie auf der Autobahn hier. Ne? Ich bin direkt nach Wiesbaden nach Hause gefahren. Ich habe da jetzt gerade ehrlich gesagt, es war irgendwie scheiße mit den Platten. Und das, wie soll ich sagen, das habe ich schon ein bisschen down gemacht, obwohl ich vielleicht nichts dafür konnte. Aber trotzdem hatte ich da nicht den Kopf, danach direkt ins Allgäu zu fahren, was mein Plan war. Jetzt bin ich erst wieder nach Köln gefahren und jetzt habe ich mir überlegt, ey René, lass jetzt nochmal ein bisschen Zeit verstreichen. Ich will jetzt wirklich noch bis Rügen richtig, richtig gut trainieren. Das habe ich auch die letzten beiden Tage, gestern und heute, weil ich möchte jetzt wirklich mal 2-3 Wochen richtig, richtig gut trainieren. Aber ich habe mich irgendwie inmitten dieser ganzen anderen Triathleten, obwohl ich jetzt nicht schlecht in Form war, ich habe mich irgendwie unfit gefühlt. Ich werde jetzt das Gewicht kontrollieren, jeden Tag. Einfach um mal zu sehen, das meinte ich auch mit dem Facebook-Post, mal ein bisschen mehr auf die Ernährung, also wirklich wieder bewusster auf die Ernährung achten. Ich esse ja keinen Scheiß, aber wirklich wieder bewusster essen und sich Gedanken machen, wann esse ich was. Und das werde ich jetzt einfach mal machen und dann hoffe ich, dass ich vielleicht mal bis Rügen noch 1-2 Kilo runterkomme, dass ich wirklich in der Woche mal meine 15-16 Stunden trainiere und dann kann ich in Rügen nochmal voll angreifen. Ja, das ist so ein bisschen mein Ziel. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen mehr Pilze sammeln. Aber wir haben ja vom Nelson gelernt, Pilze sind ernährungstechnisch zu vernachlässigen. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin gleich fertig mit dem Vlog. Mir fiel gerade eben ein, ich habe ja noch Bilder von der Radausfahrt. Ich verabschiede mich also mit ein paar Bildern, Impressionen bei Sonnenlicht. Circa 10 Uhr an einem Donnerstagmorgen. With a bunch of people. Von der Radausfahrt heute und sag bis morgen.